Endlich wieder ein echter Karl-May-Film. Ihr seid Old Shatterhand? Ja. Ich bin Apanachi und das ist mein Bruder Happy. Mein Vater ist Mekala. Jeff Brown schickt uns zu euch. Was ist Jeff, passiert? Der Pelzjäger, wisst ihr? Unser Vater hat nämlich Gold gefunden. Gold, das große Zauberwort. Los, Leute! Tausende werden angelockt, wenn irgendwo eine neue Mine entdeckt wird. Ist das Gold? Ja, pures Gold. Ein wilder Haufen von Banditen und Glücksrittern will das Geheimnis um die Mine mit Gewalt lösen. Wagt nicht, mich anzurühren! Ihr wollt doch wissen, wo das Gold ist. Winnetou und das Halbblut Apanachi. Er hat uns reingelegt. In einer wild-romantischen Landschaft erleben sie eine atemberaubende Geschichte. Was ist denn hier los? Hier ist die Hölle los. Du willst also nicht verraten, wo dein Vater das Gold gefunden hat. Na los, red schon. Ich doch. Old Shatterhand ruft seine Freunde. Wann soll's denn losgehen, Old Shatterhand? Wir greifen die Stadt bei Morgengrauen an. Es geht um das Leben von Apanachi. Farmer und Westmänner stürmen die Hochburg der Banditen. Fallen, Stelle, Stellen, Fallen, dort im Wald und Tieren eilen. Lieber Marder, Waschbär, Merz, aber auch, so manchem Mädchenherz. Eine bezaubernde Liebesgeschichte in einer rauen Welt. Die Gier nach Gold macht die Männer gewalttätig. Tag und Nacht sprengen und schürfen sie in den Bergen. Wenn sie erst wissen, wo das Gold liegt, dann wird das Gold sie töten. Winnetou und das Halbblut Apanachi. Ein neuer Höhepunkt einer berühmten Serie. Mit Weltstar-Besetzung. Die Stadt ist vollständig umzingelt. Ergebt euch oder wir jagen alle Häuser mit Dynamit in die Luft. Gold brachte bisher keinen Segen. Dem Stamm der Apachen brachte es nur Unglück. Auch vor Kidnapping scheuen die Banditen nicht zurück, um den Besitzer der Goldmine zu erpressen. Aber Jeff Brown, ein junger Pelzjäger, ist auf dem Posten. Sie heißt Apanachi. Nur sie allein weiß, wo die Mine ist. Du würdest für das Gold einen Mord begehen, das kann man dir an den Augen ansehen. Weg vor dich! Eine wilde Treibjagd auf Menschen. Die Banditen holen zum letzten großen Schlag aus. Auch Sam Hawkins, der Löwe des Wilden Westens, kann da nichts mehr machen. Apanachi in der Hand skrupelloser Verbrecher. Die Träume ihrer Jugend sind Wirklichkeit geworden. Ein Western, wie Sie ihn wünschen. Das war das Signal, los! Der wilde Westen, wie er wirklich war. Ein grandioses Schauspiel, ein dramatisches Erlebnis. Ein spannungsgeladener Großfilm. Ein echter Karl May. Winnetou und das Halbblut Apanachi. Ein Abenteuerfilm voller Romantik. Was du dir wünschst, wünsche ich dir auch. Sie alle wünschen Ihnen viel Vergnügen. Und wenn die Zeit um ist, dann ist der alte Sam Hawkins bestimmt auch noch zu gebrauchen, wenn ich mich nicht irre.